Ja, hallo. Wie bereits angekündigt, hier nun meine Review zum neuen Nightwish-Album. Hier haben wir es, das ist das Cover. Ah, man sieht es so gut, Nightwish. Human Nature heißt das Album. Das ist ein Dreifach-LP, in diesem Fall, oder bei der CD eine Doppel-CD einfach. Also der erste Teil des Albums sind normale Songs, 9 Songs. Und im zweiten Teil des Albums ist instrumental, also nur instrumental. Also fangen wir von vorne an. Nightwish kennen ja die meisten und haben ja super Album gemacht. Und sie haben ja, sind ja super Komponist, also einer vor allem der Keyboarder komponiert ja als Thomas Holopainen und sind ja super Musiker und auch super Sängerin und alles ist ja wirklich unbestritten, ja. Und jetzt, ich hatte ja zuerst nur ein paar Songs angehört gehabt. Und war nicht so begeistert davon und dann haben wir aber gedacht, ja, nicht zu so früh urteilen. Hör dir mal das ganze Album ein Stück an und so und dann kannst du eher ein Urteil bilden. Und ich muss sagen, ist natürlich wirklich gut geworden. Am Anfang war ich etwas skeptisch, aber jetzt habe ich meine Meinung ein bisschen verändern müssen. Ist doch besser geworden, als ich zuerst gedacht habe, wirklich. Aber insgesamt gesehen, finde ich, für Nightwish ist es ein bisschen zu wenig. Muss ich wirklich sagen. Also, es gibt vielleicht ein, zwei gute Songs auf dem Album. Zum Beispiel, ja, wie heißt der? House the Heart zum Beispiel ist ein toller Song. Oder zum Beispiel Shoemaker ist auch ein guter Song, ja. Aber das Ganze ist einfach zu, wie soll ich sagen? Ja, das ist schon schwierig zu beschreiben. Sie hatten ja schon Nightwish hatten ja schon immer Einleitungen, Intros und Outros und langsame und Zwischenpassagen und solche Sachen. Und das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja auch sehr gut und bei ihnen hat es ja auch meistens zum Song gepasst und so. Das war wirklich genial. Aber in diesem Album hat es einfach zu viel. Ein sinnloses Intro mit irgendwelchen Geräuschkulissen und so, was nichts bringt, was gar nicht zum Song passt. Oder ja, und dann, wie gesagt, eben zwei, drei gute Songs hat es, aber dann der Rest ist einfach zu wenig. Das Ganze ist ein bisschen zu konstruiert, finde ich. Wirklich zu konstruiert. Als einfach mal frisch von der Leber weg oder einfach mal dem Gefühl sich leiten lassen. Ja, er ist unbestritten ein guter Komponist, da gibt es gar nichts zu sagen, aber die Songs sind auch diesmal, finde ich, die Songs zu wenig gut, wirklich. Kann sein, dass sich das mit der Zeit dann ändert im Nachhinein, dass man sich noch mehr in die Songs reinhören muss, kann natürlich alles sein. Aber ja, ich habe es ein paar Mal gehört und bin nicht so begeistert davon, was aber nicht heißen soll, dass das Album schlecht ist, absolut nicht. Man stelle sich jetzt vor, eine neue Band, eine Newcomer-Band würde so ein Album auf den Markt bringen zum Beispiel. Das wäre natürlich ein Hammer, das würde einschlagen wie eine Bombe, wirklich. Aber für Nightwish sind natürlich die Erwartungen auch höher. Hier sieht man auch die Relationen natürlich. Für Nightwish erwartet man vielleicht auch immer ein bisschen zu viel und ist dann ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht so gut geworden ist, wie man gedacht hatte. Ja, und der zweite Teil des Albums ist ja dann eben instrumental. Ohne Gesang, nur instrumental, das hätte man sich auch sparen können. Also meiner Meinung nach, das bringt wirklich gar nichts. Die LP hätte man halbieren können, nur die Songs mit Stimme, die normalen Songs einfach. Dann wäre die LP halb so groß und aber auch halb so teuer und so. Weil man muss sich ja vorstellen, für eine Dreifach-LP, oder? Das kostet im Verkauf so um die 35 Franken. Plus, minus, sage ich jetzt mal ungefähr, 30, 35 Franken, ja. Und eine normale LP, es hätte jetzt vielleicht um die 20, 25 gekostet. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied und so. Und das war wirklich nicht nötig, dieser zweite Teil, diese Instrumentalpassagen. Wer will das? Wer kann sich schon an ein Instrumental erinnern, irgendwie von einer bekannten Band oder so? Also mir fällt jetzt nur das Bass-Solo von Metallica auf der Kill 'Em All-Scheibe, fällt mir jetzt spontan ein dazu. Aber sonst Instrumentalsongs, die irgendwie haften bleiben, das ist sehr schwierig, weil da muss wirklich was Spezielles sein. Auf der Ride the Lightning hat es auch noch ein Instrumental, glaube ich, von Metallica auf der blauen Ride the Lightning LP. Aber sonst ist das schwierig, wirklich ein Instrumental zu schreiben, das dann auch erhalten bleibt. Das Ganze kommt einem irgendwie vor wie eine Filmmusik, dieses Album. Wie wenn Sie irgendwo einen Film, ihr kennt das in einem Film, und dann wie eine Filmmusik, die aus dem Hintergrund läuft, die Dramatik und so. Dort spielt es natürlich keine Rolle, wenn es instrumental ist, ja, ist schon klar, oder? Aber jetzt für ein normales, offizielles Album, was ja auch nicht billig ist und so, da hätte ich mir das, ja, hätten Sie besser noch ein paar Songs, wenn es denn schon sein muss, ein paar Songs geschrieben. Zusätzliche. Aber wie gesagt,
Das ist natürlich alles Jammern oder Klagen auf hohem Niveau, ja. Also Nightwish, das sind eine absolute Größe. Auch dieses Album hat, ich sage jetzt mal, von 10 Punkten maximal, sage ich jetzt mal, 7, ja. Wenn es jetzt eine, wie gesagt, eine unbekannte Band gewesen hätte, man wahrscheinlich 9 oder 10 sogar gegeben, oder? Hier sieht man ein bisschen die Relationen, dass der Anspruch einfach höher ist. Ja, was meint ihr dazu zum neuen Album? Es hat ja da schon einige Diskussionen gegeben auf der Facebook. In Facebook gibt es eine Gruppe, Nightwish-Gruppe, Floriansen-Fans. Und dort hat es auch eine heftige Diskussion gegeben ums Album. Und die Meinungen gehen auch auseinander. Also viele sind total begeistert, finden das absolute Spitzenklasse und so. Also das. Und wieder andere sagen, es ist totaler Müll, oder so. Das stimmt natürlich auch nicht. Das ist sicher kein Müll, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist wirklich ein gutes Album, aber eben für Nightwish halt zu wenig. Ja, was haltet ihr davon, von dieser neuen Scheibe, wenn ihr sie schon gehört habt? Wie gesagt, ich bin es nicht, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin oder ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber es ist ja nicht so schlimm. Vielleicht wird dann die nächste Scheibe wieder, das nächste Album dann wieder besser oder wieder anders und so. Und nicht so verzwickelt und verschachert und so, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen spontaner die Songs, ein bisschen so eingängiger die ganzen Sachen. Das hätte ich mir schon gewünscht. Und wie gesagt, 2, 3 Songs sind ganz gut, aber das ist natürlich zu wenig. Ja. Trotzdem, ich bin ja ein großer Fan von Nightwish und werde das natürlich auch weiterhin bleiben, weil sie mir einfach gefallen. Sie sind einfach genial. Die Songs sind einfach genial, die sie schreiben. Und auch live sind sie natürlich unglaublich. Müsst ihr mal schauen auf YouTube. Könnt ihr schauen, Nightwish live in Wacken zum Beispiel. Das ist unglaublich. Ja. Also, das ist genial. Also, das war's dann, Nightwish Human Nature. Dann das nächste Mal wieder mit etwas anderem dann wieder. Ja, wenn wir schon dabei sind, hier ist noch was von Metal Hammer, der neue, ist Nightwish auf der Titelseite. Und hier gibt es auch einen ja, etwa 7, 8 Seiten langen Bericht oder Interview und Bericht, wie das Album entstanden ist, was sie dabei gedacht haben und so. Und ja, ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, Metal Hammer, das neue Heft von Metal Hammer, gibt's das. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.